Hallo, Sion hier und weiter geht es mit Grandia. Beim letzten Mal haben wir Dorf Carfu erreicht. Wir haben so ziemlich mit den meisten Leuten hier geredet und ich meine, ich habe gespeichert, dass ich ja noch ein paar Sachen verkauft habe. Und schaut mal, wir haben hier noch die drei Schilde, das Lavaschild für alle drei Gold, einfach weil die Zauberstufe plus 1 doch verdammt nice klingt. Außerdem hat dadurch, ja, Rap auf einmal mehr Abwehr als die anderen. Liegt aber auch an diesen Schuhen hier, die nochmal 7 Punkte geben. Ansonsten, ja, denke ich, sind wir von unseren Werten relativ gut dabei. Und eine Sache noch, wir werden Rap wohl heute einen Mana ergeben, was einfach daran liegt, dass, naja, wir haben gerade keine anderen Party-Member da. Justin und Fina sind soweit komplett gut ausgestattet. Deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, ihm dieses nicht zu geben. Ich meine, ihr müsst es nicht tun, aber ich meine im Endeffekt, warum denn nicht? Es wird uns wahrscheinlich erstmal helfen, wenn der Typ uns mindestens temporär unterstützt. Da ist natürlich jetzt wieder die Frage, wie wir fortfahren wollen. Er hat gerade Feuer und ich muss dazu sagen, Rap ist sowohl mit Wind ganz gut als auch mit Erde. Vor allem kann man halt beides auch gut kombinieren, ne? Wenn ihr Donner haben wollt oder wenn ihr Explosion haben wollt. Das Gute ist, Rap lernt bei Erde auf jeden Fall Verteidigung senken. Das heißt, es ist ein schöner Debuff, dass die Gegner halt ja weniger Abwehr haben. Genauso lernt er aber, wenn er Wind hat, den Läufer-Move, wodurch er halt mit Wind-Charaktere boosten kann. Ich werde ihm deswegen in diesem Fall Wind geben. Ich denke aber, wenn ihr Erde gibt, ist das absolut genauso vernünftig. Nur Wasser würde ich nicht unbedingt geben. Mindestens nicht, solange er nicht Erde oder noch besser Wind hat. Nur so nebenbei. Ich glaube, mit den meisten hier haben wir geredet. Mit dir? Man muss den Haus in Schuss halten. Man muss es jeden Tag gießen und düngen. Wie? Die Häuser hier in Carfu sehen alle wie Pflanzen aus. Sehen so aus, sie sind Pflanzen. Wir leben in großen Früchten. Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon. Aber würde ich sagen, bevor wir jetzt zu viel Zeit verlieren, gehen wir heute tatsächlich mal direkt zum Ältesten. Machen wir mal. Ja, hier runter. Gehen wir von oben rein, gehen wir einmal runter. Und dann sind wir nämlich schon da. Yay, na wie geht's? Ich habe auf dich gewartet, Rap. Und wen haben wir denn da? Oh, das hier sind Justin und Fina. Sie haben Niki sehr geholfen. Jetzt ist mir klar, warum die Leute euch für diese Kerle aus dem Turm halten. Ihr erinnert ihnen sehr. Diese schrecklichen Leute im Turm des Unheils. Was ist denn der Turm des Unheils und wer sind diese Leute? Dieses Gesicht hat Justin schon eine Weile nicht mehr gezogen, ne? Die Einwohner von Carfu haben nicht immer in diesem Gebiet gelebt. Der Wald, in dem wir wohnten, wurde zu Stein verwandelt und zerstört. Das geschah kurz nachdem diese bösen Leute in der Nähe des Waldes den Turm des Unheils erbaut hatten. Das ist ja schrecklich. Ja, Rap, gehst du heute ins alte Carfu und zum versteinerten Wald? Ja, natürlich. Du weißt, dass ich jeden Tag hingehe, damit sie sich nicht einsam fühlen. Rap, kannst du uns da auch hinführen? Zum versteinerten Wald? Was? Was wollt ihr denn dort machen? Wisst ihr, dieser Wald ist gefährlich. Ich muss ihn unbedingt mit eigenen Augen sehen. Bitte, Rap. Gut, wie ihr wollt. Ihr Abenteurer seid schon merkwürdige Vögel. Also gut, gehen wir. Der versteinerte Wald liegt im Norden. Folgt mir. Warte, Rap. Euch wurde das zwar schon mal gesagt, aber Carfu ist nach außen abgeriegelt. Wir haben für euch als Raps Gäste eine besondere Ausnahme gemacht. Macht daher bitte keinen Ärger. Okay, alles klar, wir haben es kapiert. Puh, dann gehen wir mal in das versteinerte Dorf und ich würde fast sagen, ab diesem Punkt im Spiel, ne? Spoiler. Ab diesem Punkt im Spiel wird das Spiel auf jeden Fall nochmal eine Ecke ernster, was die Thematiken angeht, die wir behandeln. Ich meine, im Endeffekt, es geht hier um ein versteinertes Dorf, ne? Menschen sind also tatsächlich wohl gestorben oder mindestens nicht mehr atmen, mindestens nicht mehr, ne? Wenn man so will. Ja, wir sind doch schon wieder hier, weil ich beim ersten Encounter gemerkt habe, dass wir unsere Zauberpunkte nicht aufgeladen haben. Deswegen sind wir hier. Der älteste Nazari hat sich geäußert. Ihr dürft bleiben, aber ohne Essen. Ich darf euch hier unterbringen. Tja, da ist es okay. Bleiben wir hier. Jetzt könnt ihr euch hier ausruhen, auch wenn ihr nicht mehr tun könnt. Auch wenn wir nicht mehr tun können. Ja, aber ich meine, im Endeffekt würde ich gerne volle SP und volle ZP haben, wenn wir ein neues Gebiet betreten. Nicht unbedingt, weil die Gegner zu stark sind, sondern weil wir sonst nicht ordentlich leveln können. Ist nun mal so, ne? Aber gut. So, jetzt nochmal von vorn. Den Encounter zeigen wir einfach, weil Rap jetzt Windmagie benutzen kann. Und die wollen wir auf jeden Fall erstmal auf Stufe 2 bringen, einfach damit wir mehr Optionen haben. Justin, meine ich, muss immer noch Wind leveln. Wo sich halt immer, ja, Zap oder Schock, je nachdem, welche Version das Spiel anbietet. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Kann sein, dass er damit alle Gegner direkt killt. Schauen wir einfach mal. Er trifft ja nur 3. Macht guten Damage. Dann kannst du trotzdem mal den Heuler vorführen. Kriegst ein bisschen Erfahrungspunkte. Woher weiß ich eigentlich, dass ich keine ZP hatte? Ja, ich habe den ersten Encounter gemacht.
Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also wir waren in diesem Encounter drin und dann musste ich den wirklich mit meinen mickrigen Punkten, die ich noch hatte, machen. Was jetzt wirklich nicht so schlimm war. Also ich konnte auch eine Feuersäule und einen Flammenfackel, also Flammengeschoss durchführen, aber naja. Jedenfalls ganz gut, dass wir drei Charaktere haben, denn das heißt, dass wir aktuell wieder Erde mit Graben besser leveln können. Finde ich also gut. Wir haben ein Ziel mehr, das heißt, wir kriegen mehr Erfahrungspunkte und du kannst zum Abschluss auch nochmal Feuer leveln. Feuer sowieso eure Schwäche, ne? Was machst denn du? Da ist Fina. Ne, dann Fina würde ich sagen, geh doch mal zur Seite. Na, du kommst nicht durch, ne? Na, egal. Da 500 Damage, ey, fantastisch. Also man kann sagen, was man will, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Stärkewert von Justin hochzutreiben und den werden wir auch noch viel weiter hochtreiben. Ab einem gewissen Punkt werden wir eine ziemlich lange Zeit Äxte benutzen, damit wir halt die Stärke bis ins Unermessliche powern können. Aber dramatische Mucke, denn hier ist das Dorf. Als ich in Nikis Alter war, tauchten die Kerle in dem verfluchten Turm auf. Danach wurde das Dorf zu Stein. Die Überlebenden haben das jetzige Dorf errichtet. Da ich noch ein kleines Kind war, konnte ich nicht viel arbeiten. Ich habe jedoch den festen Entschluss gefasst, diesen Turm zu zerstören, wenn ich mal erwachsen bin. Das heißt, in deiner Kindheit ist das passiert, ja? Das heißt, mehr dazu ein bisschen später. Was sind das für runde Steine? Das sind meine Mutter und mein Vater. Ich poliere immer ihre Steine, dadurch sind sie so rund geworden. Falls ich so weitermache, sind sie vielleicht verschwunden, wenn ich mal alt bin. Rap. Lass uns den Turm zerstören, Rap. Justin. Das ist nicht richtig. Was meinst du, Rap? Selbst wenn wir ihn zerstören wollten, können wir das denn? Nur wir allein? Na klar schaffen wir das. Wir müssen es tun. Damn, so ein Entschluss auf einmal von Justin, ne? Gut, los geht's. Los geht's. Moment mal, hast du mich gerade Just genannt? Ich würde ja einschlafen, bis ich Justin gesagt hätte. Just ist okay. Also sage ich Just. Na los, der verfluchte Turm ist auf der anderen Seite des Waldes. Okay, wäre natürlich cool, noch ein bisschen mehr Backstory zu erfahren, wie es dazu gekommen ist, dass die ausgerechnet da... Also gut, wir erfahren ein bisschen warum, aber ich meine, dass die Dorfbewohner das so erduldet haben und nicht dagegen gekämpft haben oder ähnliches, wäre vielleicht noch interessant zu wissen. Aber gut, jedenfalls, Schätze gibt es hier ein bisschen Cash und wir können auch mit denen, oder ne, ansprechen können wir sie nicht, aber selbst ein Kind wie das hier. Das hier hat einen kleinen Bruder, das hier. Als er zu Stein verwandelt wurde, war der kleine Bruder sehr wütend. Er schrie, ich will nicht von meinem großen Bruder getrennt sein. Ich werde zu Stein und bleibe hier. Was kann man da noch sagen? Wir wissen alle, wie sich das anfühlt. Damn, ey. Ganz gleich, ob Erwachsene oder Kinder, alle wurden zu Stein. Das ist schon hart. Also, was kann man dazu sagen, ey? Stellt euch mal vor, ja? Einfach eure Liebsten werden zu Stein und ihr müsst weiterleben. Hey, Bruder Nagi, es ist lange her. Wie ist es dir ergangen? Kennst du diesen Burschen-Rap? Das ist Nagi, einer der großen Jungs aus der Nachbarschaft. Wir waren immer zusammen, aber jetzt bin ich größer. Großer Bruder, ich bin gewachsen. Jetzt könntest du mich nicht besiegen. Aber er ist stärker. Ja, dann tauschen wir euch doch. Magisam, MP sind immer für Fina. Großer Bruder, ich bin gewachsen. Okay, nochmal das. Ja, aber krass, ne? Ich meine, fällt mir wirklich gerade nichts zu ein. Ist halt die Frage, wie das passiert ist, ne? Er lächelt, er muss ein gutes Gespräch geführt haben. Es kann sehr plötzlich geschehen, er hat es vielleicht gar nicht gespürt, so wie eine plötzliche Brise. Und dann kam die Zeit zum Stillstand. Sie lächeln wie in jedem Augenblick, alle sind genau so, wie sie waren. Der hier lächelt, aber jetzt kann man kaum noch sagen, warum er gelächelt hat. Ist natürlich die Frage, ob sowas nicht auch jetzt passieren könnte, während wir hier sind, ne? Also ich meine, weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich Schiss, in so ein Gebiet zu gehen, weil natürlich, woher weiß ich denn, dass ich nicht auch versteinert werde, ne? Und so funktioniert nun mal die Menschheit, ne? Nicht nur in dem Fall von Versteinerung, sondern generell sind wir ja immer so, ne? Wenn irgendwo mal was passiert ist, auch wenn es vielleicht nicht nochmal passieren kann, haben wir doch immer die Sorge, dass es nochmal passieren kann. Mehr TP, was ja eigentlich HP sind. Ja, sieht man mal wieder, dass es nicht komplett übersetzt wurde. Finde ich immer interessant, weil ich bin sehr sicher, dass es in der PS1-Version alles nur LP als Lebenspunkte gewesen sind. Nur so nebenbei. Okay, dich hatten wir auch schon. Ich glaube, viel mehr Charaktere sind hier auch nicht mehr, die wir anquatschen können. Dann gehen wir weiter. Denn wir haben noch ein bisschen was zu tun, ne? Ah, aber nicht hier lang. Hat mich das Spiel gerade ein bisschen auf den Arm genommen. Dann versuchen wir es hier. Guck mal, hier ist noch ein bisschen... Da ist noch interessant, ne? Da sind noch die grünen Blätter. Das heißt, da scheint die Versteinerung aufzuhören. Warum das auch nur genau diesen Teil getroffen hat, ne? Ich meine, wir erfahren ein bisschen mehr dazu, aber... nicht wirklich genug. Vor allem gibt's auch belebt. Na, sorry, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Was ich eigentlich sagen wollte, da war der Encounter doch ein bisschen zu lang, aber ihr seht schon, was da vorne liegt. Dann lassen wir den Hinterhalt drin, dürfte nicht so lange dauern. Vorausgesetzt, einer von uns kommt vorher mal zum Zug. Aber ja, da vorne ist noch ein Mana-Heil. Und das werden wir wahrscheinlich auch sehr bald benutzen. Denn ich sag mal so, Justin und Fina, wie gesagt, sind schon voll ausgestattet. Worauf sollen wir also warten? Und ja, bevor ihr mich trefft, kriegt ihr einfach den. Da ist Fina zum Glück schnell genug. Das ist ein riesiger Vorteil, dieses Item zu haben. Einfach weil man damit so schnell zaubern kann. Ist natürlich jetzt die Frage, ob ich das vielleicht Rap geben möchte, temporär. Ist tatsächlich eine Frage, die ich... Vielleicht mache ich das wirklich. Einfach damit er ein bisschen schneller casten kann, weil gerade seine Zauber sind gerade... Ja, alle ein bisschen langsam. Übrigens ist Eis auch relativ effektiv gegen diese Viecher. Nur so nebenbei, aber das Problem ist, wir haben gerade nur Knistern, was halt nur Single-Target ist. Und... Ja... Na, Flammschlag, nice. Flammschlag ist ein Zauberstufe 2, meine ich, welcher aber nur einen Gegner trifft. Ist das richtig? Flammschlag. Greif einen Gegner mit 4 Flammen an. Ja, definitiv. Ist, finde ich, nicht so cool. Ist was, was man vielleicht im Bossfights benutzen kann, aber ich meine, es ist nicht besonders stark. Ich werde es euch aber definitiv zeigen. Wahrscheinlich nicht heute, aber ich werde es euch noch zeigen, keine Sorge. Kann man benutzen. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wie effektiv man dadurch levelt, aber naja, Damage haben wir ein bisschen genommen, das passt auch. Das heißt, wir können Rap gerne aufladen und dann, wie gesagt, werden wir mal eure Sachen ein bisschen tauschen. So, das heißt, dadurch hast du jetzt plus 2 Spezialaktionen, Kraftstufe, Stärkung. Eigentlich bringt das tatsächlich Fina nicht so viel, würde ich behaupten, aber ich habe auch, glaube ich, was anderes dabei. Nichts, was mir weiterhilft. Ja, das ist trotzdem okay. Fina wird früh genug etwas Neues bekommen, weil für sie ist prädestiniert, ist das Wort? Wenn man etwas hat, was eine Person auf jeden Fall bekommen wird oder ihr zugeschrieben wird. Denn Fina werde ich auf jeden Fall eins der Items geben, die wir im ersten Bonus-Dungeon bekommen. Da ist ein Accessory, was einfach perfekt zu ihr passt, wenn sie eine Peitsche verwendet. Ich meine, das hatte ich schon gesagt. Und da werden wir auch was für Justin finden, was halt game-breaking ist. Aber soweit müssen wir erstmal kommen. Und Rap hat ein Windlevel bekommen und Läufer gelernt. Wir sind übrigens gar nicht so weit vom ersten Bonus-Dungeon entfernt, wollte ich mal gesagt haben. Also wirklich nicht so weit. Wenn wir die Parts weiter in der Länge und so gut schneiden haben, also wenn wir die Parts weiter in der Länge haben und so gut schneiden, dann erreichen wir das relativ fix. Also musste ich eben mal kurz mitten im Kampf weg, das habt ihr ja zum Glück nicht gemerkt, aber ist natürlich eine Sache, die ich noch anmerken muss und ja, Vergiftung hier, kein Problem. Es kann ab und an halt sein, dass eins meiner Kinder wach wird, weil ich gerade abends aufnehme und dass die nächsten Male, wenn ich aufnehme, auch so der Fall sein wird. Wenn also das der Fall ist, Babyphone ist in der Nähe meines Mikrofons, damit ich es auch immer im Blick habe, auch wenn meine Frau zwar drüben ist, übrigens hat Justin nur so nebenbei hier alle Schocken oder Sepp alle gelernt. Aber ja, weil sie halt morgens auch aufstehen muss, möchte ich gerne, wenn die Kinder es brauchen, relativ schnell im Zimmer sein, um mich drum zu kümmern. Deswegen kann es sein, dass dann mal kurz ein Kind auf der Aufnahme ist. Ich versuche es dann, so gut es geht, halt zu retuschieren oder zu schneiden, also nicht wundern. Aber kann halt passieren. Ihr wisst ja, wir sind alle nur Menschen und und so weiter und so fort. Aber gut. Ich glaube, Wind musste sowieso auch noch leveln. Ich muss mal nochmal bei Fina schauen. Bin gerade wirklich nicht sicher. Aber ich will euch Sepp alle gar nicht vorenthalten. Flammengeschoss, ja. Weil es nicht so viel Sinn macht, das in einem Random Encounter von 4 Gegnern einzusetzen. Aber wenn es mal nur ein Gegner ist, der übrig ist und Sepp alle macht guten Damage, dann könnt ihr auch mal Flammengeschoss sehen. Aber ja, Sepp, alle im Klartext, trifft jeden Gegner auf dem Feld. So, jetzt schauen wir mal kurz nochmal bei dir. Erde kannst du eigentlich auch wieder leveln. Es ist eigentlich ganz gut, dass du Erde leveln kannst. Dann lernst du dann nämlich die nächste Lava- oder Explosionsmagie. Und kriegst auch mehr Stärke, also doppelt gut. Wind. Müsst du auch noch eine Stufe brauchen. Okay, Wind noch 1, Erde noch 2. Und da halt, je nachdem, was ich habe. Gerade können wir noch ein bisschen schwer leveln. Bis 23 wäre, denke ich, nicht verkehrt. Für dich sowieso Peitsche, wenn wir... Ich glaube, du hast noch eine Peitsche, ne? Und elementtechnisch sieht sie eigentlich sehr gut aus, würde ich gerade behaupten. Können uns aber... Ja, was auch immer das da unten ist, ne? Aber wir können uns erstmal entweder auf
Erde weiter fokussieren, aber wir können auch Feuer machen. Und für dich, ja, du hast halt jetzt Wind ein bisschen was bekommen, kannst aber wirklich alles leveln, was du hast. Der hat gerade auch ein Messer. Ich werde wahrscheinlich euch mal noch einen Encounter zeigen, weil ich euch gar nicht seine anderen Spezialattacken gezeigt habe. Ne? Der hat noch gar nicht seine SP eingesetzt, seitdem wir hier rumrennen. Okay, wenn heute noch ein Encounter kommt, ist eigentlich ein bisschen fest. Aber wenn heute noch ein Encounter kommt, dann könnt ihr die gerne. Ja, okay, komm. Komm, wenn wir schon dabei sind, ne? Ist ja nicht unbedingt so, dass ich viele Encounter gerade gezeigt habe. Aber dann kann ich euch die neuen Sachen auch mal zeigen. Mindestens teilweise. Was habe ich bei dir gesagt? Erde, das musst du leveln. Dann mach du ein Beben. Ist okay. Es wird niemanden umbringen. Weil hier keiner anfällig auf Erde ist. Aber es levelt halt und drei Ziele ist in Ordnung. Klar, dann können wir auch Graben machen. Aber wenigstens treffe ich drei Gegner. Na, auf jeden Fall, wir haben hier noch den Doppelgänger. Was macht der Doppelgänger ganz genau? Rap teilt sich in drei und ja, es ist wie so Schattendoppelgänger, wenn man das mit Naruto vergleichen möchte. Und wird dann halt den Gegnern entsprechend Schaden zufügen. Du kannst, was habe ich eben gesagt? Wind und auch Feuer musst du noch leveln, ne? Ich würde aber fast sagen, greif mal bitte den da an, damit auf jeden Fall Rap den da drüben killen kann. Wäre jetzt ganz recht, wenn du, genauso, wenn diese eine Raupe wenigstens überlebt. Diese Attacke kann er übrigens auch mit Schwertern einsetzen. Also seine Messerspezialattacken gehen auch mit Schwert und umgekehrt. Aber was er halt mit Wurfwaffen oder Geschossen macht, das geht halt meistens nicht, außer er muss alle drei zum Beispiel leveln, um die Attacke zu bekommen. Aber ist halt eine Sache, an die man denken muss, wenn man Rap einsetzt. Ist halt wie bei Fina, dass sie bestimmte Spezialattacken nur mit bestimmten Waffen einsetzen können. Ja, komm, ist okay. Aber ich finde, es ist halt ein bisschen mehr anstrengend bei Rap, weil Rap halt, ich sag, oder andersrum, Fina hat halt jeweils nur zwei Attacken, ne? Also bei ihr macht das nicht so viel aus. Aber bei Rap, er hat halt deutlich mehr. Da muss man sich halt schon entscheiden, was man am Ende haben möchte. Wenn man im Encounter ist, das meine ich mit am Ende, ja, nur so nebenbei. Aber klar, weil man kann halt in Grandia 1, ich glaube auch, ja, in Grandia 2 sowieso nicht. In Grandia 2 hat jeder Charakter nur einen Waffentyp. Aber in Grandia 1 kann man nicht im Encounter die Waffen wechseln. Ach stimmt, Flammengeschoss kann ich euch noch zeigen. Jetzt ist es okay. Es sieht halt ganz cool aus. Damage ist auch nicht schlecht, aber ja, wenn man halt nur ein Ziel hat, ne, darum geht's halt. Macht das mal so. Nichts. Ja, gut. Na, dann mach noch eins. Warum nicht? Bis dahin sollte die Abwehr auch down sein und dann ist das Ding hoffentlich platt. Na, vielleicht auch nicht. Aber hat trotzdem gereicht. Okay. Können wir sehen, wie viel das vielleicht gebracht hat. Zwei Flammengeschosse, 12 Feuer. Anscheinend nicht so viel. Dafür, dass es halt nur ein Target ist und mit 6. 6 ist jetzt eigentlich nicht wenig für ein Ziel, aber gleichzeitig nur 6 Erfahrungspunkte ist halt über die Dauer des Kampfes ein bisschen doof. Man will schon mehr bekommen, ne? Nennen wir das Kind doch mal beim Namen. So, haben wir ein bisschen mehr Cash. Wow, Justin hat einen kritischen Angriff gemacht in dem Fight und hat einen Waffenpunkt bekommen. Also einen Punkt für Schwert. Das ist auch fantastisch. Ja, lecker. Dankeschön. Eigentlich gibt es hier noch diese sehr seltenen Gegner, ne? Die. Ja, da sind sie auch. Wollte ich gerade sagen, dass ich euch nicht gesehen habe, aber. Na komm, 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 komm. Einmal wenigstens. Na, die sind im Endeffekt mehr oder weniger die gleichen, wie wir sie im letzten Part gefunden hatten. Nur halt in einer anderen Farbe. Und mit eventuell, dass hier wirklich gar keine Magie funktioniert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die sollten aber auch eine Menge droppen nach dem Kampf. Schauen wir mal kurz, ob wir physisch euch Damage zufügen können oder ob das magisch war. Mach du mal, hau mal drauf. Ja, okay. Dann werdet ihr anscheinend andersrum gewesen sein, ne? Das heißt, wir brauchen Zauber. Jetzt ist natürlich die Frage, welcher Zauber gegen euch was bringt. Ich weiß es nicht mehr, aber die sind anscheinend wirklich genau andersrum. War doch so, dass die anderen nur physisch besiegt haben, ne? Schauen wir mal, bringt Feuer was? Ja, perfekt.
Okay, Justin hat jetzt halt mal den Kürzeren gezogen, aber Fina hat gut geballert und mit 30 Erfahrungspunkten bei 4 Gegnern heißt das, jeder hat... Wie viel hat er niedergebracht? Ist aber schwer. Keine glatte Zahl. Ah, er hatte 99 Punkte übrigens, gut zu wissen. Und Rap hat auch eine Menge Erfahrungspunkte gekriegt, 7 pro, das ist gut. Ja, auf solche Sachen muss man halt schauen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die viel Geld gebracht haben. Ich glaube, die im letzten Part haben deutlich mehr Cash gedroppt, aber ist okay. Wenigstens... Na, noch ein? Nee, die laufen auch zu schnell weg. Also, ihr seht schon, die sind nicht unbedingt Gegner, die gerne besiegt werden wollen. Besiegt, jetzt sind wir wieder bei Naruto anscheinend. Oh, Moment, bin ich gerade zurückgegangen? Ja, bin ich. Upsi. Upsi, ich hoffe, ihr respawnt. Ich wollte sagen, ich hoffe, die Gegner sind jetzt nicht respawned. Sonst müssen wir ein bisschen ausweichen. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Also, wir sind links und hoch gegangen. Ich glaube, hoch ist auch der richtige Weg. Wir gehen aber jetzt nochmal kurz nach rechts. Gucken, ob ich hier noch irgendwas habe liegen lassen. Sieht nicht so aus. Ne, hier sieht alles sauber aus. Vielleicht waren wir auch schon hier. Ja, anscheinend waren wir doch schon hier, ne? Geht's hier auch nochmal durch? Ja. Sieht schon so ein bisschen die versteckten Wege, ne? Aber wenn man weiß, dass man durch diese Blätter kann, dann kommt man auch schneller weiter. Okay. Ich glaube, dann sollten wir das Dorf eigentlich... Oder was heißt das Dorf? Hier. Sieht aus wie das Ende der Welt, ne? Diese Stelle hier. Jupp, da ist der. Der Turm liegt auf der anderen Seite. Gehen wir, Justin. Okay, seid ihr alle bereit? Wir werden diesen verfluchten Turm eigenhändig zerstören. Das sieht wirklich ein bisschen so aus, ne? Ob sie das hier wiederverwendet haben? Ich denke schon. Also ganz ehrlich, ich denke schon. Ist aber nicht so schlimm. Ist halt eine coole Stelle. Schaut mal, das ist der Turm der Kerle, die den Wald zu Stein verwandelt haben. Und die Mucke, ne? Aber sieht wirklich aus wie beim Ende der Welt, nur dass da eben nicht das Ende der Welt ist, sondern das. Das ist ja ein Militärgebäude. Damn. Auf jeden Fall der Turm des Unheils. Ich meine, wir können hier einmal hingehen. Aber, warte, Jess, irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Jetzt, da du es sagst, ich sehe keine Soldaten. Irgendetwas ist faul. Schau, da drüben brennt etwas. Jemand war hier. Es ist nur so ein Gefühl, aber es steckt ein Liner dahinter. Oder Liner dahinter, wahrscheinlich allein. Was, allein? Gegen die Gardi-Streitkräfte? Was sind diese Liner eigentlich? Hey, wenn ein Liner durchdreht, tja, dann willst du nicht dabei sein. Wie es aussieht, werden wir ein echtes Monster sehen. Bist du bereit, Justin? Gehen wir, oder Jazz. Bevor wir das aber machen, würde ich ganz gerne einmal zurück zum Dorf Kafu gehen. Ich bin relativ sicher, dass wir einen Safe-Spot finden werden und dann unsere ZP und MP aufladen können. Dafür bin ich jetzt nicht zurückgegangen, mach's aber trotzdem, weil wir gerade hier sind. Aber wir haben ein Mana-Ei gefunden. Und bevor wir da irgendwelche Encounter angehen, etc., gehe ich einfach mal den extra Schritt und würde Rap ein bisschen unterstützen. Das heißt, wir gehen einmal hier hin und werden ihm auch noch die Erdmarke geben. Und jetzt machen wir noch was Interessantes. Ich habe ja so ein paar Bücher bekommen, ne, von Gatwin und von Sue. Ich kann euch mal zeigen, wie das funktioniert. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, ne, gehen jetzt auf Gegenstände nehmen. Und dann können wir uns die Sachen rausholen. Wir haben hier Bogenbuch zum Beispiel, was wir zum Beispiel Rap geben können. Keule kann halt nicht nehmen. Wir könnten das Justin geben, aber ist okay. Wir haben hier noch ein Schwertbuch, das von mir aus kannst du auch haben, ne? Feuerbuch von mir aus kannst du auch haben. Erdbuch von mir aus kannst du auch haben. Und dann haben wir... Wo sind die anderen noch? Sus Feuermagie? Ja, von mir aus. Sue hat halt keine Windmagie gelernt, deswegen ist das egal. Dann haben wir nochmal Erde von Sue von mir aus und Wasser von mir aus. Also wenn wir schon dabei sind, warum dann nicht, ne? Dann gehen wir auf diese Gegenstände und können halt hier zum Beispiel das hier Rap geben. Zack, kriegt er 6 weitere Level vom Bogen und erstmal Stärke hoch auf 93, ne? Schwert können wir Justin eins geben. Ich gebe es einfach auch Rap, weil wir nett sind, ne? Ich meine, ist so wie ein Willkommensgeschenk, wenn man so will. Feuer. Ja, und dann kann er halt auch früher noch ein paar mehr Attacken einsetzen. Ich denke, ist halt nicht so verkehrt, ne? Erde. Auch nochmal ein Level hoch, nochmal Stärke hoch, natürlich richtig nice. Moment, da stand plus 0. Ah, weiß auf. Moment, wie viel hat dir das jetzt gebracht, wenn ich da mal schauen darf? Technik? Nein, ich muss auf Zauber, ne? Und, okay, 80 Erfahrungspunkte hat sie gegeben, na, ist okay. Ah, doch, Moment. Du hast jetzt schon Erde Stufe 2. Ja, doch, dann hat sie doch was gebracht. Sah gerade irgendwie anders aus. Aber du startest ja auf Stufe 1, also du hast jetzt schon Stufe 2, das ist gut. Dann kannst du gerne auch noch die Feuermagie haben, kriegst nochmal 3 Punkte. Bist ja schon klüger als Justin, hat ja nicht lange gedauert. Und doch klüger als Fina, von mir aus. Und Feuerball gelernt.
Dann haben wir nochmal die Magie, nochmal plus 2. Mensch, ich buff den ja so richtig hier, ne? Moment, habe ich den nicht... Ah, ich habe die Erdmagie beigebracht, ne? Na, dann wirst du damit noch nichts anfangen können. Dann werde ich das Wasserbuch mal erstmal noch wegpacken. Tut mir leid, Rip, da hast du dich wohl zu früh gefreut. Zack. Das kann auch hier weg, wenn wir schon hier sind, so. Okay. Alles klar. Aber dadurch hat Rap jetzt einiges an neuen Zaubern, ne? Er hat jetzt halt hier Flammenglut gelernt, Flammenfackel und er hat hier Feuerball. Was er halt wieder nur mit einer Wurfwaffe machen kann. Es ist eine AOE-Attacke, die mehrere Gegner treffen kann, außer Distanz. Aber nicht alle. Also außer die stehen wirklich alle nahe beieinander, sonst trifft es nicht alle. Aber okay, wir wollen hier noch ein bisschen rumlaufen. Da ist ein Brötchen, wo wir nicht sofort hinkommen. Wir müssen da einmal rumgehen. Da können wir auch nicht durch. Müssen wir ein bisschen aufpassen, wo wir hingehen. Okay, gut, hier ist nämlich der Safe-Spot, ne, den ich finden wollte. Perfekt. Okay, dann... Eigentlich wollte ich noch ein bisschen weitermachen. Machen wir? Machen wir. Gib mir mal einen Moment, ich speichere nur kurz. Okay. Soll schon reichen. Ein bisschen Zeit haben wir auf der Uhr noch, denke ich. Und wenn der Part minimal länger ist, ist das wohl auch nicht verkehrt. Schauen wir mal, ob noch irgendwas rumliegt. Nee? Na gut, dann gehen wir. Oder wir holen vorher noch das. Ein, gibt der ganzen Gruppe 120 TP. Warum nicht? Kann gerne Rap haben. Glaub nicht, dass ich das einsetze, aber... Oh, ein echtes Monster. Just da drüben. Warum rennst du denn vor? Boy, bist du groß. Was ist das? Könnte fast das Final Fantasy 14 sein, ne? Ein Rogue. Don't joy with me. I'll beat y'all to a pulp. Hey, there's something weird about her eyes. She's really gone off the deep end this time. We're not gonna get off easy. Huh? You're from Carfoon, and you two. So y'all with them. Huh? What's it to you? Who you talking to? Don't go pulling my chain. I'll pound your fu- Take this! Hey! Rap! Uh-oh. We're in trouble now. She's looking at us. My, my. You didn't run away. Well, I wouldn't let y'all get away. You're gonna be sorry. Damn, ey. Also wenn das kein weiblicher Rogue aus Final Fantasy 14 sein könnte, weiß ich auch nicht. So als Monk oder als Warrior wird schon passen, ne? Jedenfalls, wir haben Boss-Time, Rap ist ausgenockt, das heißt, es sind nur Fina und Justin drin. Wir werden uns erstmal ein bisschen die Abwehr hören, weil mir da ganz ordentlich zuhauen kann. Und da wäre es gar nicht schlecht, wenn wir ein bisschen entgegenwirken. Milda hat in diesem Kampf, meine ich, nur zwei Spezialattacken, die sie einsetzen kann. Entweder den Milda-Tritt oder halt den Milda-Schlag, welchen wir eben demonstriert bekommen haben gegen Rap. Aber der Bossfight ist nicht unbedingt so schwer, weil sie halt nur ein Target ist. Allerdings macht sie halt guten Damage. Das ist halt das Ding. Also sie haut schon ordentlich rein vom Schaden, den sie machen kann. Eieiei. Aber ist nicht so wild, weil es halt nur ein Target ist. Da war der letzte Boss auf CD1 doch deutlich härter, meine ich. Aber okay, wir werden unsere Abwehr noch ein Stück mehr erhöhen. Bei 58 Damage ist, finde ich, ziemlich hoch. Und dann können wir gleich in die Offensive übergehen. Und da werden wir gleich alle Single-Target-Dinger raushauen, die wir zur Verfügung haben. Was machst du denn? Du willst Justin hauen? Versuch das mal. Kriegst vorher einen W-Brecher von mir aus. W-Schlag. Na, hast du auch schon mal mehr Damage gemacht? Hä? Ich dachte, du haust Justin. Hast deine Meinung wohl gerade geändert, ne? Hab ich dir Angst gemacht. Könnt ihr euch auch den... Na komm, wir können mal kurz gucken, wie viel Feuer bei dir bringt tatsächlich, oder? Ja, warum denn nicht? Du kannst Justin auch vorher nochmal eine Runde buffen. Weil solange unsere Charaktere über 50 bzw. über 60 Lebenspunkte haben, müssen wir uns nicht so viel Sorgen machen, was Heilen angeht. Aber wenn es halt kritisch wird, dann auf jeden Fall lieber rechtzeitig heilen. Mehr Strategie gibt es ja eigentlich nicht. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Abwehr ein bisschen hochzuhauen, weil mir da schon ganz ordentlichen Damage machen kann. Aber ja, dreimal oder maximal vier graben, dann seid ihr eigentlich ganz gut dabei.
Also nochmal wow für Justin. Das ist auch die Sache. Ich meine, Justin hat nochmal viel Stärke und ein bisschen zu buffen schadet absolut nicht. So, dann können wir jetzt so langsam in die Offensive gehen. Dann haben wir den Luftschneider, ne? Sieht halt so stylisch aus. Na, 498 ist verdammt guter Damage. Was machst du? Kann ich dich aufhalten? Nice. Ja, 722 ist ja wohl nichts, aber... Na komm, gib mir ein Combo. Das ist halt auch immer geil, wenn man so viel, ja, Damage hoch hat. Block mal lieber. Weglaufen kannst du eh nicht mehr. Gut. Macht halt kaum was. Und dann kriegt Justin halt 3 Punkte zurück und macht ordentlichen Damage. Deswegen 3 Hits bei ihm definitiv richtig angebracht. Milder Treffer. Du willst wieder draufhauen, ne? Ah, block doch mal. Ist okay, ist okay. Ihr wisst ja, ich bin generell nicht der größte Fan von Blocken, weil... man halt nichts dabei lernt und nichts lernen kann. Aber in so einem Fall ist das, denke ich, okay. Sollte deutlich weniger Damage machen. Na, 20. Immerhin trotzdem noch 20 rausgehauen. Also Respekt dafür, Milder, ne? Hier ist noch ein Lotus-Schneider. Oder Lotus-Hieb. Lotus-Schnitt. Na, nochmal ordentlicher Damage. Bist du fast down, hast auch nur noch 700 Punkte. Kannst mal gucken, wie viel du damit noch machst. Wahrscheinlich nicht so viel. Na gut, du bist auch nicht gebufft wie Justin, ne? Jetzt willst du wieder da angreifen. Kannst du es aufhalten? Dankeschön. Und jetzt willst du Fina. Block nochmal. Ihr seht schon, der Kampf ist deutlich einfacher. Muss man sich nicht so viel Gedanken machen, aber gegen einen Target zu kämpfen ist nun mal nicht so schwer. Deswegen dachte ich auch, gehen wir den Part noch in dieser Folge unter. Weil ich schon relativ sicher war, dass der Kampf nicht so lange dauern würde. Können wir es mit einem großen Finale, mit einem Feuerwerk beenden. Und dann war's das. Easy. Puh. Okay. Kein Geld bekommen übrigens, ne? 152 Punkte für Justin in Waffe ist fantastisch. Und minimal in Erde. Du bist echt ein zäher Bursche. Wie heißt du denn, Junge? Ich heiße Justin, der berühmte Abenteurer. Justin, nicht wahr? Ich bin Milder aus Lane. Uff, genau wie der alte Darling gesagt hat, wir müssen den Turm des Unheils zerstören. Justin, hat sie nicht gerade gesagt, dass wir den Turm des Unheils zerstören müssen? Das hat sie, nicht wahr? Schaffen wir sie aus dem Weg? Ist aber auch ziemlich groß, die Gute, ne? Es erinnert mich wirklich an die Rogues. Sie wollte also genau wie wir den Turm des Unheils zerstören. Ich hätte, dann ist sie auf unserer Seite. Ah, ey. Bist du wach, Rap? Bist du okay? Das klang ja schrecklich, Mann. Machst du Witze? Da gehört schon mehr dazu. Hey, ist das etwa wer ich denke? Die schnapp ich mir. Hör auf, Rap. Vielleicht ist sie aus demselben Grund hergekommen wie wir. Vielleicht. Sie hatte fast davon genuschelt, den Turm des Unheils zu zerstören. Ja, von wegen. Aus dem Weg. Es sei denn, du willst auch Ärger. Rap, hör schon auf. Wenn du kämpfen willst, dann kämpf mit mir. Jazz, hör bloß auf. Ey, man hat keine Chance gegen uns, ne? Dein Name ist also Justin. Warum hast du mich dann nicht fertig gemacht? Ich habe es dir gesagt. Weißt du noch, wir sind Abenteurer, keine Soldaten. Wir kamen, um den Turm zu zerstören. Zerstören? Dann habt ihr also nichts mit den Leuten hier zu tun. Tja, ich heiße Milder. Ich bin aus demselben Grund hier wie ihr. Aber dann haben sie mich gefunden. Eine brillante Schlussfolgerung. Natürlich haben sie dich gefunden. Du erregst zu viel Aufmerksamkeit. Redest du mit mir, Junge? Ja, Problem damit. Hört auf, alle beide. Sich gegenseitig zu bekämpfen ist sinnlos. Also bitte, arbeiten wir doch zusammen. Je mehr wir sind, desto geringer die Gefahr und desto schneller erfahren wir was und desto schneller werden wir gefunden. Aber, naja, hast schon recht. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich dachte, ihr steckt damit drin. Auf jeden Fall stecken wir nicht mit einer Leinerin unter einer Decke. Rap. Was ist denn dein Problem? Ich sagte doch schon, alles ist mein Fehler. Also bitte, Kafuna Junge, zeig, was du kannst. Ich glaube, im Original hat sie gesagt, schlag mich. Nein, schon gut. Außerdem ist das alles schon vergessen. Aber Rap. Hey, Just, beeilen wir uns jetzt lieber. Komm schon. Genau. Also Leute, machen wir jetzt diesen Turm kaputt. Okay, so einfach wird das natürlich nicht, aber wir haben ein Ziel. Und haben wir noch... Ja, okay, super, wir haben unseren Schaden noch. Rap müsste eigentlich, es wäre lustig, wenn er jetzt HP auf 1 runter wäre, aber okay, ist er leider nicht. Oder zum Glück nicht, je nachdem, wie man es nimmt.
Fährt noch schnell unser Punkt ein und ja, Milda sollte auch, beide sollten runter auf 1 sein, ne? Wir schauen uns noch schnell Milda an. Die hat tatsächlich keine Zauber. Sie kann auch keine Zauber lernen, Spoiler. Und sie kann auch keine anderen Attacken mehr lernen. Sie hat alles gelernt, was sie lernen kann. Milda tritt, ist ein Instant Kick halt, wo sie sich warbt, das heißt, ihr, oder halt zum Gegner springt und zurückspringt, muss nicht hinlaufen. Splitter ist eine AOE auf alle, die aussieht wie Erdbeben, was wir noch nicht haben. Und Milda-Treffer ist, ja, der Hit, den sie gemacht hat, diese Schlagkombi. Ansonsten, Ausrüstung hat sie eine Axt, die ordentlich Damage macht. Das heißt, ich könnte auch mit ihr tauschen, aber sie hat halt deutlich mehr Angriff, deswegen, warum sollte ich das tun? Hat halt hier noch den Titanring, der plus 5 Angriff bringt, ist jetzt nicht das Allergeilste. Vor allem hier Kampf-Bikini, sage ich mal nichts zu. Und das ist halt auch krass, ne? Würde ich hier fast wegnehmen, aber das können wir auch später klauen. Aber plus Angriff finde ich fantastisch. Nur so nebenbei, da gab es auch was in Zersos Sophronia, da gab es Armrüstung, die Abwehr und Angriff gegeben hat, die ich fast das ganze Spiel über benutzt habe, einfach weil es mehr Angriff gibt. Aber gut, hier ist der Cut. Weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.